Willkommen zu meinem Videotutorial zum Thema Folgereaktion. Eine Folgereaktion besteht aus mindestens zwei Elementarreaktionen, der Bildung und dem Zerfall eines Zwischenproduktes. Das Zwischenprodukt wird auch Intermediat genannt. Sehen wir uns nun die Fragestellung im Konzepttest Folgereaktionen an. Diese lautete: Welche Aussage ist für eine Folgereaktion korrekt? A. Der langsamste Teilschritt ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Oder B. Der schnellste Teilschritt ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Folgereaktionen sind dadurch gekennzeichnet, dass sich ein Stoff A zunächst in B umwandelt, der seinerseits wieder in den dritten Stoff C übergeht. Inwieweit sich B anreichert, ist eine Frage der Geschwindigkeitskonstanten, genauer gesagt ihres Verhältnisses. Da es sich bei diesen Reaktionen nicht um reversible Reaktionen handelt, gelten die einfachen Reaktionsgeschwindigkeitsgesetze für die einzelnen Teilreaktionen. Für die Komponenten A, B, C gelten folgende Geschwindigkeitsgleichungen. Die Reaktionsgeschwindigkeit für A ist gleich minus K1 mal A, für B ist sie gleich K1 mal A minus K2 mal B und die Reaktionsgeschwindigkeit für C ist K2 mal B. Handelt es sich bei allen drei Stufen um stabile Verbindungen, können deren Konzentration im Laufe der Gesamtreaktion unabhängig voneinander verfolgt werden. Betrachtet man die Komponenten und im einfachsten Fall, dass beide Reaktionsschritte Reaktionen erster Ordnung sind, ergibt sich für die Bildungsrate R gleich K mal die Konzentration von A. Und für die Zerfallsrate ist die Geschwindigkeit gleich K' mal die Konzentration von B. Fasst man beide Gleichungen zusammen, ergibt sich daraus das Geschwindigkeitsgesetz der Folgereaktion. dB nach dt ist gleich k mal die Konzentration von A minus k' mal die Konzentration von B. Die Integration der Geschwindigkeitsgesetze liefert für das Edukt A einen exponentiellen Abfall für die Funktion. A0 ist gleich A0 mal e hoch minus k mal t. Bei der Integration von B erhalten wir k durch k' minus k mal A0 mal e hoch minus k mal t minus e hoch minus k' mal t. Die Konzentration von C kann stöchiometrisch berechnet werden. Wenn die Zerfallsgeschwindigkeit des Zwischenproduktes B sehr langsam ist, also k' kleiner als k ist, dann ergibt sich daraus, dass die Konzentration von C kinetisch nur von k' abhängt. Anhand der Abbildung kann man erkennen, dass die Kurve für A eine ganz normale Reaktionskinetik erster Ordnung folgt. Die Kurve B dagegen durchläuft ein Maximum, weil B ja zunächst gebildet und dann wieder abgebaut wird. Die Kurve für C durchläuft eine Wendepunktskurve, was an dem S-förmigen Verlauf zu erkennen ist, bis sie bei der Anfangskonzentration von A, also A0, anlangt. Wenn das Zwischenprodukt recht stabil ist, also K' sehr viel kleiner ist als K, wie im linken Beispiel, dann ergibt sich, dass die Konzentration von C kinetisch nur von K' abhängt. Wie man im Reaktionsprofil sehen kann, ist Ea' sehr viel größer als Ea. Ea ist die Aktivierungsenergie. Wenn jedoch K' sehr viel größer ist als K, dann ist das Zwischenprodukt instabil und die Konzentration von C hängt nur von K ab. Wie man im Reaktionsprofil sehen kann, ist die Aktivierungsenergie Ea dann viel größer als Ea'. Daraus ergibt sich, dass die langsamste Teilreaktion die Gesamtkinetik bestimmt. Das nennt man auch das Prinzip des geschwindigkeitsbestimmenden Schrittes bzw. Flaschenhalsprinzip. Bei einem instabilen Zwischenprodukt, also wenn K' größer ist als K, dann gilt nach dem Bodensteinchen quasi Stationaritätsprinzip, dass die Bildungsrate und die Zerfallsrate des Zwischenproduktes gleich sind. dB nach dt ist also ungefähr gleich 0. Wie man hier auch aus der Abbildung erkennen kann, ist die Konzentration des Zwischenproduktes B sehr gering und zeitlich etwa konstant. Ist die Reaktion von B nach C, wie hier in dem Beispiel, viel schneller als die von A nach B, so ist der erste Reaktionsschritt vernachlässigbar, weil der entscheidende Teil der Bildungsgeschwindigkeit von C bereits in der Bildungsgeschwindigkeit von B liegt, die von der Zerfallsreaktion von A abhängt. Kommen wir also nun zurück zu der Fragestellung aus dem Konzepttest. Ergibt sich, dass die Lösung A, und zwar der langsamste Teilschritt, ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, die richtige Antwort ist.